So, wir wollten jede Menge Steine kloppen. Wir wollten hier gucken, ob auf der Insel noch mehrere Ausgänge sind und auf der Insel auch noch die Ecke hier erforschen. Denn ich suche hier immer noch die Insel mit den drei Ausgängen, wenn es denn mal eine geben sollte. Und wir haben inzwischen einen richtig langen Bart. Okay, sollten wir uns zu Hause mal wieder rasieren. Was war... Oh, da ist gerade wieder ein Baum verschwunden. Was noch? Wir hatten die vier Bienen eingepackt. Wir haben die Bienenwaben. Wir können also oben bei der Farm einen Bienenkasten aufstellen. Das ist schon mal interessant. Damit dann rum zu experimentieren. Und ich höre irgendwie durchgehend Bienen. Ist das, weil die im Inventar sind? Ich schmeiß mal kurz den Rucksack weg. Und das Bienengeräusch hört auf. Wie geil. Okay. Also werden wir jetzt durchgehend Bienen hören, während wir durch die Gegend laufen. Ist ja auch super. So, du trägst das bitte. Wir sollten auch darauf achten, wie es mit dem Essen aussieht. Wir haben eine kleine Fleischmahlzeit, eine große Fleischmahlzeit. Wir haben Holz für ein Feuer. Ja, auch für ein kleines Lagerfeuer und genug für die Nacht. Trotzdem würde ich eigentlich ganz gerne zurück zu der Steininsel. Denn, oh, er hat Hunger. Er hat immer noch Hunger. So viel zu dem großen Fleisch und dem kleinen Fleisch. Denn ich wollte mal gucken, ob unsere Sachen da noch liegen. Wir wurden ja von einem Vogel umgebracht. Und da war zum Beispiel auch der Bienenstinger mit dabei, den wir brauchen für das Blasrohr. Aber ich war der Meinung, wir wären hier beim Lagerfeuer eben kurz schon mal gewesen und haben da nichts gesehen. Aber trotzdem, einmal nachgucken schadet ja nicht. Und ja, diese Tallbirds, das sind... Also sie scheinen nachts noch aggressiver zu sein. Aber tagsüber müssen wir jetzt auch aufpassen. So, das Bienen macht den armen Wilson langsam kirre. Aber ja, ich freue mich schon drauf, wenn dieses Wahnsinnsmeter oder Insanometer, wie das heißt... Ne, nur ein Ausgang. Na, schade. Also ja, wenn das Insanometer irgendwann mal kommt, was für Kleinigkeiten ihn in den Wahnsinn treiben und welche Sachen ihn wieder beruhigen. Also ich denke mal, vier lebende Bienen im Rucksack zu haben, die durchgehend brummen, lassen ihn ein wenig wahnsinnig werden. Und schöne Kleidung und einen Hut macht ihn dann vielleicht wieder normal. Irgendwas in der Richtung. So, du kommst mit, weil wir Essen brauchen. Wir sind jetzt sehr nah dran an den anderen Inseln. Eigentlich dürfte es von hier aus dann nicht weitergehen. Außer hier ist irgendwo noch ein ganz langer Abstecher. Gucken wir einfach mal ganz kurz. Also ja, ich sag immer ganz kurz und der Tag schreitet voran und voran. Wir kommen wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig zum Lagerfeuer. Machen wir uns einfach hier ein kleines, das passt schon. Was übrigens diesen Schlafsack angeht, der hat sehr, sehr, sehr viel Nahrung verbraucht. Wir waren ja fast voll und sind auf 44 runter. Ich denke nicht, dass wir so viel Essen in der Zeit verbraucht hätten. Hier liegt einfach so ein Goldnugget auf dem Boden rum. Und lauter Gräber. Ha, da buddel ich doch mal ein bisschen. Also ja, diese Schlafsäcke sind anscheinend recht verschwenderisch. Das heißt, das sollten wir nicht unbedingt immer einsetzen. Außer wir haben ja richtig viele Ressourcen über. Geschmolzene Murmeln. Das wird alles nicht stacken können, das ist doch doof. Wieder so ein Gorcher Knoten. Komm schon, gib mir irgendwas. Wow! Gib mir irgendwas, habe ich gesagt, aber nicht das. Oh, der ist nicht aggressiv. Doch, angreifen. Und weg ist er. Das war jetzt kurios. Ich sollte mich wahrscheinlich deswegen schlecht fühlen. Ja, und wegen dem Geist. Aber der ist jetzt weg. Vielleicht hätten wir irgendwas machen müssen. Und das haben wir jetzt verpasst. Das ist nicht so gut. Na gut, wir buddeln einfach fleißig weiter und hoffen, dass das nochmal passiert. Und wenn ja, dann greifen wir den Geist sofort an. Ein Tentakel von Day of the Tentakel. Und hier sind richtig viele Gräber. Also wir könnten auch hier ein Nachtlager aufschlagen. Aber ich denke nicht, dass es so gut ist, auf dem Friedhof zu übernachten. Vor allem, weil da gerade ein Geist aufgetaucht ist. Irgendwelche Knöpfe. Das buddel ich einfach mal aus und lege ich hier überall hin. Und dann können wir später das abholen. Oh, noch ein Gorcher Knoten.
Niam, 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 niam. Wir essen mal die ganzen Samen. Heben dann den auf und heben den da auf. So, gleich wird's dunkel. Schnell weg vom Friedhof. Und wir haben jetzt schon mal 2, 4 Sachen, die gut Forschungspunkte geben. Ich glaube, das waren 80 Punkte oder so pro Stück. Ha, da ist ein Loch in der Insel. Hier ist komisch, die Insel. Oh, na gut. Wir laufen weiter weg vom Friedhof, weiter weg vom Friedhof. Hier ist noch so ein komisches, bröckeliges Ding. Wirklich groß ist die Insel nicht. Na gut, bleiben wir einfach mal hier stehen. Machen wir hier ein kleines Lagerfeuer. Da so hin. Lass uns nicht von den brummenden Bienen irritieren. 1, 2, 3, 4, 5. Wir werden kein Holz hacken. Wir können noch ein paar davon verfeuern, damit wir mehr Platz im Inventar haben. Und wir könnten die Strohrolle hier benutzen. Wie gesagt, ich denke, dass wir zu viele Ressourcen verbrauchen. Was haben wir noch? Wir haben ein Käfernetz. Wir können mal kurz versuchen, noch irgendwo einen Schmetterling zu erwischen. Aber die schlafen alle schon. Hm? Ja. Muss ich aber tagsüber dran denken. Ich ziehe die mal hier in die Quickleiste. Denn dank eines Kommentars weiß ich jetzt auch, dass man hier einfach mit 1, 2, 3 die Quickleiste ansteuern kann. So, das heißt, wir machen mal alle wichtigen. Die Bienen haben aufgehört zu brummen. Das ist kein gutes Zeichen. Oder auch doch. Steht man, die schlafen einfach. Ich nehme mal eine Biene und lege die auf den Boden. Und fliegt weg. Und geht schlafen. Okay, dich fangen wir wieder. Zip. Also ja, die sind echt nur ruhig, weil sie schlafen gegangen sind. Ich finde das irre geil. Also wenn man sie Hand hält, wird immer wieder wach. Aber ich finde es irre geil, dass die Programmierer so viele Details reingebracht haben. Also allgemein wäre ich davon ausgegangen, die Bienen summen nur, wenn sie draußen unterwegs sind. Das heißt, je nachdem, wie nah man an einer Biene ist, hört man halt das Summen oder nicht. Und sobald im Inventar die sind, verschwindet das. Aber nicht nur, dass sie auch im Inventar weiter das Geräusch machen, sie hören auch auf, das Geräusch zu machen, wenn sie normalerweise schlafen würden. Also ja, das muss bestimmt extra reinprogrammiert worden sein. Oder ist ein sehr interessanter Bug. So oder so finde ich das ein cooles Feature. Was haben wir noch? Wir haben noch ein Holz, das... sollten wir was... Ah, das Dingsnetz ist jetzt weg. Oh ja, das eine Holz sollten wir uns auch bewahren. Und wenn gleich der Tag anbricht, gleich neues Holz schlagen. Damit wir für die nächste Nacht auch schon mal wieder Holz haben. Und morgen gehen wir dann einmal hier rum, gucken nach einem weiteren Ausgang. Gehen dann hier rum, darum zurück zu dem Lagerfeuer. Und dann übermorgen wahrscheinlich erst hier runter zu den Augen. Na, mal gucken, wie schnell wir sind. So, ich stelle mich schon mal taktisch günstig an diesen Baum hier ran. Was haben wir noch? Wir haben... Wie viel Gras brauchen wir für ein Lagerfeuer? 3. Das passt ja. Wir brauchen nur noch ein Holz. Und wir könnten jederzeit eine Fackel machen, weil wir genug Stöcke haben. Trotzdem sollten wir mal 1, 2, 3 Grasbüschel aufsammeln, wenn wir welche sehen. Und extra Holz für die übernächste Nacht auch. Denn wir haben da zwar schon ein Lagerfeuer stehen unten, aber halt noch kein Brennmaterial dafür. Und wir haben nur 8 Flint und 11 Steine. Ja, bevor wir zurück zur Farm gehen, sollten wir auf jeden Fall auf der Steininsel noch viel, viel, viel mehr hacken gehen. So, jetzt aber weiter. So, du bringst nichts, du bist schön groß. Zack, 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 zack. Und wenn wir wieder in der Farm sind und die ganzen Spielzeuge da unten verforscht haben, dann könnten wir auch mal die goldene Schaufel uns zulegen. Gerade das da oben bei den Gräbern hat mir gezeigt, dass wir doch die Schaufel bräuchten. Wir haben da, glaube ich, 2 Stück fast ganz verballert. Und wir haben noch die ganzen Baumstumpen bei uns oben. So, kommst mit. Du wirst abgehackt. Komm schon. Stirb, genau. So, ein Schmetterling, der mich ärgern will, weil ich das Netz nicht mehr habe. Also hier ist ein zweiter Ausgang. Das heißt, hier ist jetzt doch noch eine Insel. Okay. Wir haben Gras für ein Lagerfeuer, wir haben Holz. Wir haben langsam kein Essen mehr. Das wird eher ein Problem. Also ich guck mal kurz, ob hier irgendwo was zu essen ist. Kaninchen. Genial. Alter Trick.
Das sind zwei Kaninchen, sehr schön. Du musst weiter weg von deinem... Das könnte reichen. Sehr gut. So, Kaninchen Nummer 2. Ah, stimmt, da haben sie was gepatcht. Wenn man jetzt ein Kaninchen jagt, verschwinden alle Kaninchen in der Umgebung in ihre Bäue. Also in ihre Nester, wie auch immer. Das macht es schon ein wenig schwieriger, Kaninchen zu farmen. Vor allem oben auf unserer Kanincheninsel könnten wir das so nicht mehr machen. Aber da ist eins. Das war wohl ein, zwei Bildschirme weit weg. Das ist sehr gut. Zack, und alle verschwinden. Ich hoffe mal, die kommen am selben Tag nochmal raus. Sonst wird es schwer, sich hier zu ernähren. So, genug Gas haben wir jetzt auch als Feuermittel im Notfall. Und wir suchen weiter Kaninchen. Das Essen sieht echt nicht gut aus. Wir müssen unbedingt ein paar Beeren oder Samen finden. Im Notfall können wir immer noch das Fleisch roh essen. Bringt zwar nicht ganz so viel, aber... Vogel? Haha. Einfach mal so Vögel erschrecken. Bringt immer was. So, was lassen wir da? Tanzaffen. Komm. Nee. Die müssen wohl erst irgendeine Bewegung machen, dass sie aus dem Boden was rauspicken. Dann lassen sie die Samen erst da. Müssen wir mal gucken. Aber erstmal mehr Kaninchen. Oder gleich von vornherein erschrecken. Wir könnten die Samen jetzt so roh essen. Aber ich hätte eigentlich ganz gerne zuerst ein Lagerfeuer. Stimmt. Oh, der ist auch wieder verschwunden. Das ist recht groß. Und das wird sehr knapp mit dem Kreis. Wenn es wirklich ein Kreis ist. So, gibst du mir noch... Ah, ne. Zu ungeduldig. Ich sollte weiter raus... Oh, man kann noch weiter rauszoomen. Ah, das ist ja cool. Muss man dann in den Wolken und sieht nichts mehr. Aber ja, das ging, glaube ich, vorher noch nicht. So, du greifst ihn an. Zack. So, und hier unten müsste eigentlich gleich Ende sein. Sonst wären wir echt nur einen Katzensprung von der Insel entfernt gewesen. Das wäre es noch als nette Ergänzung. So eine Art Enterhaken. Oder Leiter oder allgemein andere Sachen, die man bauen kann. Eine Brücke zum Beispiel. Ich glaube, das trifft es am besten. Aber ja, Essen. Wir müssen jetzt was Rohes essen. Und selbst roh bringt Fleisch immer noch 13 Punkte Hunger oder so. Ich höre Wölfe. Och nö. Das ist nicht gut. Es wird gleich dunkel. Können wir schnell einen Minerhelm machen? Wahrscheinlich nicht. B-Box-Kiste. Ich will jetzt nicht sterben. Wo war der doofe Minerhelm? Da. Brauchen wir einen Hut und eine Firefly für? Nö, können wir knicken. Ja, dann werden wir laufen müssen. Und wir sollten erstmal was essen, damit wir das beim Laufen nicht vergessen. So. So. Dann basteln wir uns Fackeln. Zwei Samen essen wir. Und da kommt der Wolf. Aber es ist nur einer, den kriegen wir. Ach du. Das war so ein doofer Roter. Aber ja, wenn die Wölfe weiter einzeln kommen, schaffen wir das. Genau, du isst erstmal was und wir bringen es währenddessen um. Oh. Nicht gut, gar nicht gut. Schnapp dir ein Kaninchen. Esst Kaninchen. Esst nicht Wilson, esst Kaninchen. Aber ne, lassen sie sich nicht von ablenken. Doch, tun sie. Oh. Es wird dunkel, das ist nicht gut. Aber die einer von denen müsste ganz schön angeschlagen sein. Ja, der da. Oh. Genau, ist das. Ist dein Kumpel und wir hauen dich tot. Tot. So, Licht. Holz. Obwohl, wir haben so viel Gras hier rumliegen. Sammeln wir noch ein bisschen Gras. Das war jetzt, ja. Aber es waren nur drei Stück. Es war zwar ein so ein Höllenbiest dabei, das Feuer gefangen hat. Aber es hat nicht so viel Schaden verursacht, wie ich gedacht hätte. Und dann noch zwei normale Wölfe. Wir hatten letztes Mal irgendwie mehr.
Ich wäre davon ausgegangen, dass es von Mal zu Mal mehr werden, aber irgendwie wohl doch nicht. Na gut, kochen wir das Fleisch. 1, 2, 3. Werden wir wahrscheinlich auch gleich alle essen müssen. Ja, jetzt sind wir da voll. Lebenspunkte sind unter 50%. Wenn auch nicht viel. Das ist nicht so gut. Aber ja, Wölfe haben wir wenigstens auch überlebt. Das ist schon mal eine gute Sache. Das heißt, morgen geht es dann weiter hier mit der Entdeckungsreise. Und danach dann echt langsam mal zurück zur Farm. Weil es bringt nichts, wenn wir gleich wieder von Wölfen angegriffen werden und das ganze Zeug, was wir bisher gefunden haben, also primär das Bienenkrimskrams und die Steine und die Flints, wenn die dann alle auf dem Boden rumliegen und irgendwann decayen. Das muss ja nicht sein.